Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Pfad des Pilgers in Gothic 2, wo wir jetzt weiter nach den Wassermagiern suchen werden, die wir ja im Auftrag von Vatrast jetzt besuchen sollen und ihnen helfen sollen, die vermissten Leute wieder zu finden. Vielleicht haben die ja noch irgendwelche Theorien, wo die Leute abgeblieben sein könnten. So. Zwischendurch würde uns Laris übrigens auf dem Weg so ein paar Informationen auch erzählen. Ich weiß nicht, ob das zwischendurch auch Erfahrung gibt, die ich jetzt deswegen verdaddelt habe, weil ich den Laris-Bug habe. Aber ist ja eigentlich irgendwas noch? Hallo? Nicht so aus. Hier sind noch irgendwelche Sachen. Ein paar Tränke. Und ein Lederbeutel. Und ein Langschwert. Oh. Interessant. Ist hier noch was? Noch ein Trank? Ah. Was kann denn dieses Langschwert? Ach so. Ist noch nach edles Langschwert. Warum auch immer. Ja, diese Logik erschließt sich mir nicht ganz, ja. Das edle Langschwert macht weniger Schaden, braucht zwar auch wesentlich weniger Stärke und hat einen Einer-Talent-Bonus, aber wenn einem der Einer-Talent-Bonus egal wäre, dann wäre das Langschwert besser als das edle Langschwert, was irgendwie so den Sinn von dem Wort edel in meinem Wortgebrauch ein bisschen konterkariert. Na gut. So, noch hier irgendwas? Nix los. Was ist da los? So, aber hier noch Heilkräuterchen und Heilpflanzen. Die nehmen wir natürlich mit. Das sind aber echt viele Heilpflanzen hier oben. Alter, das ist eine ganze Heilpflanzenwiese. Bisschen übertrieben hier die Wiese, aber ich mag übertrieben. Nicht, dass ich die meisten davon je benutzen oder verbrauchen würde, weil ich mich nicht traue, die zu verkaufen für den Fall, dass ich doch mal Tränke daraus machen sollte. Aber die auch nicht benutze, weil ich vielleicht dann mal irgendwann Tränke daraus mache, die ich sowieso nicht draus mache. Weil ich den doch nicht mehr brauche irgendwann. Ist es trotzdem gut, dass ich die gesammelt habe, ne? So, was da irgend steht, geht irgendein Typ da vorne. Hey, du, bleib stehen! Was willst du? Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Ihr blieb zu scherzen. Du machst Witze. Siehst du aus? Wenn ich ja. nicht 20 Goldstücke sehe, bevor du auch nur einen Schritt näher kommst. Dann mach ich dich platt. Also jetzt rück die Kohle raus. Nein. Sieh zu, dass du einen Job besorgst und vor allem... Sieh zu, dass du verschwindest. Du willst es wohl auf die harte Tour? Ja, ich mag die harte Tour. Ich hab das Buch geschrieben. Gib's mir nur auf die harte Tour. Vergessen wir das. So, noch ein paar Blauflieder, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die werde ich wahrscheinlich benutzen. Vielleicht nicht alle, aber irgendwann, wenn wir regelmäßig Mana benutzen können, als Paladin irgendwann, dann werde ich wahrscheinlich auch die Blauflieder benutzen. Hier sind noch mehr Kräuter, sondern die haben es aber hier echt mit den Heilkräutern. Kleines bisschen übertrieben. Bolzen, 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 Armbrust, okay. Gibt's auch noch Armbrüste, Wasser, Lederbeutel. Warum auch nicht? So, was finden wir wo noch? Geht's da noch weiter nach oben und wir finden noch einen großen Schatz oder sowas? Man weiß es nicht, aber ich probier's mal aus. Wie sieht das aber ein bisschen gefährlich aus?
Warum sie nicht stattdessen hier oben was versteckt haben, das verstehe ich auch nicht so ganz, weil hier das zu erreichen ist ja noch eine Ecke schwerer. Aber hier ist dann einfach mal nichts. Na gut. Wollen wir mal weiter auf dem Weg fortfahren. Scavenger! Ich habe schon lange keine Innenstatue mehr gesehen. Aber jede Menge Blauflieder stattdessen und... Habe ich da eine Steintafel gesehen? Ja, habe ich. Und da ist noch ein Scavenger. Ja, ruhig bleiben. Kriegst was ab. Kein Problem. Da ist nichts zu holen. So, wo geht's denn hier wohl weiter? Ja. Ja, ich hab dich schon gehört. Wenn ich die nicht gesehen habe. Nichts zu holen. So, Laris wäre jetzt hier rechts abgebogen auf diesem Nebenweg. Ich werde diesem Nebenweg aber erstmal doch noch nicht folgen, wenn ich schon mal hier alleine bin und nicht Laris folgen muss. Dann werde ich das auch gleich mal nutzen und den normalen Weg weiter folgen. Ich glaube nicht, dass da oben was ist, deswegen gucke ich gar nicht erst. Ich werde jetzt einfach mal den normalen Weg folgen. Es sind noch weitere Blümchen. Und Blutfliegen. Das war eine schöne Mischung. Blümchen und Blutfliegen. Ja, komm her. So. Ob das auch wieder eine Innos-Statue, für die, die sich gewundert haben, ob der Pilgerpfad schon vorbei ist? Nein. Es gibt wieder eine Innos-Statue. Was wurden denn diesmal als Gaben angeboten? Honig, denn der wird doch nur schlecht. Und die Schatulle. Ja, sorry Innos, aber ich gebe dir das Geld von der Schatulle, gebe ich dir bestimmt. Und hier ist noch eine Steintafel. Da, komm, ruhig. Weg damit. So. So. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nein, habe ich aber jetzt nicht gemacht. Da ist nichts zu holen. Ich will hier nicht mein Fleisch liegen lassen, sonst wird das noch schlecht. Das kann man nicht erlauben. Wenn das erstmal gebraten wurde, wird das nicht mehr so gut schlecht. Das ist ja schön, schon schön schwarz und lecker. Huch, ihr seid da runtergesprungen. Ihr seid ja auch todesmutige Scavenger. Zu deinem Kollegen. Ist er auch runtergesprungen? Oder ist er noch da oben? Ist wohl noch da. Ja, so. So, da hinten geht's weiter zu dem zu dem Platz, wo wir auch die Wassermagie finden. Da werde ich jetzt immer noch nicht hingehen. Sondern ich werde einfach mal weiter stumpf diesem Weg folgen. Und den Innos-Statuen und ein bisschen Erfahrung organisieren. Bevor wir uns jetzt wirklich mit den Wassermagiern treffen. So. Hier oben geht's weiter. Geht der Weg weiter? Es gibt bestimmt auch gleich mal wieder eine Innos-Statue. Die haben wir ja auf diesem Weg noch nicht gesehen bisher. Wäre aber lustig gewesen, wenn es eine versteckte Quest gegeben hätte, dass man der Reihe nach vor den Innos-Statuen beten muss und dann irgendwas bekommt. Das wäre unterhaltsam gewesen. Ich meine, die Feuermagier haben ja so eine ähnliche Quest, die dir hinführt, aber... Die müssen auch nicht vor an den Schreien beten. Bringt zumindest keinen zusätzlichen Vorteil. Weg. Weg von mir. Da ist der Scavenger kaputt. Ja, hallo.
Nee, ich will nicht deinen Freund auch noch haben. Jetzt kommt dein Freund hier uns so nahe. Was soll das? Muss ich erst taktisches Manöver machen? Nein. Das ist hier immer noch nicht tot, ey. Die halten sich unsozial viel aus. Oder ich mache einfach nie meine Bonusschaden bei denen. Das kann natürlich auch sein, da kann ich nicht so gut drauf achten, wenn ich noch gegen den kämpfen muss, im richtigen Moment zuschlagen soll und da ist alles nichts zu plündern. Überhaupt, das ist doch zu viel. Das fällt einem nur auf bei den kleinen Gegnern. Ja, plus durch den Scavenger, ich krieg dich gleich an die Wand. Mach nicht den Dulli-Schlag immer. Du bist doch kein Dulli. Sei kein Dulli. Lern vernünftig Seitwärtsschläge machen. So. So, jetzt wird es hier langsam, wird es dann doch ein bisschen härter mit den Gegnern, aber es gibt auch immer wieder so Nester von nicht so starken Gegnern hier, deswegen finde ich, ist das jetzt hier ganz gut für uns, weil wir so ein bisschen trainieren können. Was war das? Irgendwas war gerade im Ziel. Irrlicht. Aha. Tja, warum nicht? Komm her, Irrlicht. Komm. Nee. So. Haben wir einen unfassbar guten Leuchteffekt dafür, sondern dass das eigentlich so ziemliche Dulli-Gegner sind, die einen bloß aufhalten, weil man sie nicht immer trifft. So, ich wollte auf dem Weg bleiben, zumindest so ungefähr. Feuerwurzeln. Feuerkraut. Irgendjemand kreischt an mir. Ich glaube, da hinten im Gebüsch. Da ist nichts zu holen. Ja, da ist noch einer. Gut. Komm her. Komm! So. Weil es hier so unfassbar viele Pflanzen gibt, ey, das ist krass. So. Bambus raus, ist hier was? Blutfliegen. Weg. Komm her. Wollt ihr auch was? Der kommt wahrscheinlich von da hinten zu mir hin. Ach, getroffen, auf die Entfernung. Nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Du wirst besser. Und nochmal. So. So, was hier hinten? Lurker. Mhm. Ganz viele Lurker. Und da ist eine Höhle, wie das aussieht. Schauen wir mal, was da ist. So. Ach, Scavenger. Eieiei. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Und noch mehr Pflanzen. Yay! Könnte nicht eigentlich auch mal so ein Kronstöckel sein oder sowas? Nicht immer nur diese sämtlichen kleinen Pflanzen. So, hier ist eine Höhle. Ratten. Ein Nest voller Ratten. Landratten wahrscheinlich. Nee. Na gut, schauen wir mal weiter. Ich bin aber mal vorsichtig, weil so eine Höhlen oder Stollen sind immer gefährlich. Da können
Mindcrawler auf einen warten oder Skelette oder sowas. Deswegen. Zurzeit sieht es aber nur nach Ratten und Fleischwanzen aus, die ich mal von ihrem Leid erlöse. Auch wenn sie mir nichts getan haben, aber es sind Fleischwanzen. So, Mana-Trank und Jagdbogen, naja. So geht's hier noch weiter. Das ist eine Tür. Das gefällt mir nicht. Goblin, schwarzer Goblin, okay, das, da kann ich mit leben. Wenn sich irgendwelche Untoten auf mich niederstürmen. Ja, komm her, ist auch ein Krieger dabei. Okay, ist das also von so ziemlich jeder Goblin-Art bis auf Goblin-Skelett einer. Komm, du musst ihn ausschalten, Krieger. Mann, so. Andere machen zwar auch viel Schaden, aber ist der Krieger zumindest weg. Der kann uns nämlich in ein paar Schlägen umhauen, die anderen brauchen dafür ein paar Schläge mehr. So. Da ist nichts zu holen. Da ist noch einer. Bist doch nur ein normaler Goblin, Freund. Tut mir leid, aber wenn du Krieger gewesen wärst, hätte ich vielleicht Angst, weil ich nur so wenig Lebenspunkte habe. Aber von einem normalen Goblin nicht mehr. Die Zeit, wo wir uns von normalen Goblins tothauen lassen, sind glücklicherweise vorbei. Ist hier auch noch was? Nee, ist noch Fleisch, Schinken, rohes Fleisch und Lederbeutel und natürlich eine Steintafel. Wird langsam mal Zeit, dass wir was Sinnvolles mit diesen Steintafeln machen können, weil wir haben schon so viele davon. Das ist ja... Will ich gar nicht zählen. Aber es sind 1, 2 viele, würde ich sagen. Und wir können tatsächlich auch bald was mit denen anfangen. Also nicht allzu ferner Zukunft, aber im Moment noch nicht. So, vorne sind noch Lurker. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Heilung, bis ich dahin gehe. Bevor ich dahin gehe, meine ich natürlich. Ich habe noch so eine leichte Wundenheilung gekriegt. Das ist doch gut. Na, komm her. Ich will nicht gegen dich kämpfen, wenn dein Freund noch daneben steht. Das regeln wir alleine, ne? In einem ehrenwerten Duell. Ist dein Freund näher gekommen? Perfekt. Jetzt komme ich zu deinem Freund. Bake hier nicht so rum, Mann. Die Ozongase. Musst du auch mal an die Umwelt denken, Freundchen. Wenn du immer so rumgähnst, dann gibt das bloß Ozongase überall und da. Das ist nicht gut. Nichts zu plündern. Na gut, manchmal rege ich mich über den RNG auf, aber jetzt gerade war wieder, glaube ich, dreimal hintereinander, dass der zusätzliche Schaden kam. Also, er ist immer sehr störrisch. Huch, ist auch so ein Wegelagerer. Hey! Du siehst so aus, als würdest du gucken, dass irgendwas passiert, oder vielleicht... Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Ja, willst du mir sagen, was du vorhast, oder soll ich das raten? Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Und, warum ich? Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Uff. Snapper jagen. Ich habe bisher noch gar keine Snapper gesehen. Hm.
Na gut, dann geh vor. Okay, ich helf dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nah. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Und wehe, du kneifst. Na gut. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, Stepper, das war's. Ich bleib bestehen und beschütze dich, wenn die dir zu nahe kommen. Also, ich muss versuchen. Ach, komm. Ja, so muss man's den Biestern geben. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. War das schon alles? Sind noch mehr Snapper? Sieht nicht so aus. Hey. Ja, jetzt wo wir gejagt haben. Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Ja, bring mir was bei. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Jetzt, wo ich recht drüber nachdenke, nichts. Tschüss. Bin mir auch wieder nicht sicher, ob ich wieder die Erfahrung gekriegt habe, wenn er was umgebracht hat. Aber ich habe wenigstens einen Snapper umgebracht. Snapperkraut. In der Nähe von Snappern. Das ist ja ein Zufall sondergleichen. So, hat irgendwie was von einem schwarzen Troll erzählt. Wir sollten auch noch einen schwarzen Troll umbringen. Und nach unserer bisher erfolgreichen Umbringaktion von anderen Trollen würde ich das ja vielleicht sogar versuchen. Goblinbären. Nett. Feldnöterich. Und, was haben wir hier? Eine Höhle mit einem Troll, der schwarzes Fell hat. Ich würde mal vermuten, das nennt man einen schwarzen Troll und das Sonnenaloe, was man noch suchen sollte. Das ist ja praktisch. Gut. Dann will ich mal versuchen, diesen Troll auch zu besiegen. Was habe ich denn als Waffen hier? Auswahl. Boah, Axt, nee. Nee. Edles Schwert, komm. Unser edles Trolltöterschwert. Für Innos. Da kannst du dir so viel aufräumen, wie du willst. Freundchen, ich komme jetzt hier und hau dir auf den Arsch. Eieiei, das kann sich ja nur um Stunden handeln, so viel Schaden wie ich mache. Wechsel wieder die Richtung. Rettet mich. Da hat nicht mal ein Viertel seines Lebens umgehauen. Ja. Lass mir die Klinge wirbeln und so. Tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen länger dauert, aber es klappt. Anscheinend. Und wir mussten Raoul ja eh noch beweisen, dass wir ein harter Hund sind und deswegen ihm ein schwarzes Trollfell bringen. Ich hoffe mal, er macht uns einen guten Preis dafür, weil ich schätze mal, unser Meister wird uns auch einen sehr guten Preis für machen. Aber wenn Raoul uns keinen guten Preis macht, dann kann ich Raoul einfach nochmal umhauen. So, Halbzeit. Ja, Spannung pur in der hier. Total Action und Gemetzel und Blut und Wodka. Ach komm schon, du Mistvieh. Gib doch einfach auf. Dann hast du es hinter dir. Aber ich schätze, das willst du da auch nicht. Noch hast du immer eine Chance, dass ich irgendwie einschlafe beim Kämpfen und du mich noch umbringen kannst. Und dich dann genüsslich an meinem wenig fetthaltigen Leib laben kannst.
Epic. Ja, das war so ein klassischer Oblivion-Kampf. So, und wir haben das Fell eines schwarzen Trolls. Das ist nochmal 50 mehr wert. Und hier gibt es natürlich noch Kronstöckel, Trank, eine Folteraxt, weil der Troll hat gern mal irgendwelche Leute gefoltert, wenn er sie gefunden hat. Vor allem irgendwelche Jungfrauen wahrscheinlich. Und ja. Und hier ist noch eine Steintafel natürlich. Können wir in unsere Steintafelsammlung aufnehmen. Es ist total dunkel und es regnet. Ja. Awesome, sage ich dazu nur. Sollte mal zusehen, dass ich irgendwo einen Ort finde, wo es ein bisschen heller ist. Oder jetzt tatsächlich mal zu den Wassermagiern hier. Ich glaube, ich mache das auch mal. Ich gehe jetzt mal den Weg tatsächlich zurück und gehe zu den Wassermagiern. Ich habe jetzt noch eine ganze Stufe und das Trollfell abgestaubt. Ich will eigentlich was zu sagen, Grimbold. Was der gesagt? Schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Ja, ich bin total der harte Typ. Ich bin der Typ für epische Kämpfe. Na gut, aber ich glaube, ich habe schon wieder mega Überlänge bei dieser Folge. Das wäre nicht das erste Mal. Deswegen würde ich sagen, auch wenn gerade das Wetter wieder scheiße aussieht, oder vielleicht auch weil das Wetter wieder scheiße aussieht, würde ich sagen, wir sehen dann in der nächsten Folge weiter, wie der Restweg zu den Wassermagiern aussieht und was sie wohl zu sagen haben. Ich meine, wir haben uns ja nicht auf dem besten Weg verabschiedet. Das letzte Mal, wo sie uns gesehen haben, haben wir das mächtige Schwert Orizil an ihrem großen Erzhaufen, den sie ganz lange gesammelt haben, aufgeladen. Vielleicht haben sie das vergessen, vielleicht haben sie gesagt, oh schön, du hast die Barriere kaputt gemacht, gut gemacht, hier kriegst noch einen Orden und sowas. Oder vielleicht sind sie immer noch sauer auf uns. Ich glaube, wir werden es in der nächsten Folge dann tatsächlich mal irgendwann herausfinden. Und ich danke für die Geduld und man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss.